Ja, und damit sind wir auch wieder zurück bei Folge 38 des Eurotrucks Simulator 2, Entschuldigung. Ich werde heute fahren. Ich denke, weil ihr wisst, wer ich bin. Irgendwann mal sollte man es bei 170 Videos merken, wer ich bin, welche Stimme. 180 mittlerweile, glaube ich. Und zwar, heute kommt meine Extremfolge. Heute werde ich extrem perfekt fahren. Wie ein richtiger LKW-Fahrer. Das heißt, nicht an der Kreuzung stehen, einfach drüber fahren, wenn ihr am Begrünung ist, sondern auch gucken. Das machen richtige LKW-Fahrer. Das heißt, das sollte jetzt ein Real-Life-Video auf einem PC. Ja. Vielleicht werden wir uns auch mal ein Lenkrad kaufen mit Pedalen. Das kostet natürlich Geld. Müssen wir gucken. Nö, ist kostenlos. So. Ja, und dann starten wir jetzt. Wo waren wir das letzte Mal? In Tauf, in den Südhemden. Da. Und wir fahren nach Calais. Wir verlassen endlich England. Wir könnten auch mal da hochfahren. So. Da will eh niemand hin, da hoch. Also, wir fahren heute mit wieder einem MAN. Du hast das falsche Ding in der Hand, ne? Ein MAN. Ich liebe MAN. Er liebt MAN. Ich liebe es. Ein MAN fahren wir. MAN. Digger 500. Fahren wir nach Calais. So. Ja, Calais, das ist ja nicht. So. Kann es sein, dass es aus der ersten Folge ist, wo wir gestanden. Der LKW sieht nicht gerade sehr nice aus. So. Ja, tut mir leid, wenn man hier gerade kurz ablenken will. Ja. Dann fahren wir hier am besten mal los. Und der Tobias redet heute über ein Stück Scheiße. Ja, halt mal. Ja, ich rede über ein Stück Scheiße. Was einsam auf der Scheiße. Nein. Ich rede über, wie Marcel falsch fährt, genau. Mit einem MAN. Der fährt heute richtig, hat schon mal gut angefangen. Ja, also, ich warte noch ein bisschen. Wir sind noch in England. Marcel hat gerade nachgefragt. Ja, ich wollte reden über Fußballmanager. Ja, ist ja gar nicht alt, das Thema. Ja, das ist wirklich nicht alt. Und wir haben ja mal gesagt, wir wollen was ähnlich wie Spielprognose machen, genau. Spielprognose. Und da haben wir jetzt einige Informationen für euch und für den Marcel, weil der es nicht kapiert hat. Und wir haben auch eine Frage an euch, ob ihr das überhaupt wollt. Das könnt ihr jetzt schon in die Kommentare schreiben, gerne. Es gibt auch ein Abstimmungsvideo und da erklären wir dann auch nochmal alles. Detail, also schon so kurz zusammengefasst, aber auch damit es jeder kapiert, sogar ich. Da werden wir es vielleicht auch kurz nochmal zeigen, wie wir das dann machen. Und ja, wir dachten vielleicht, dass wir jetzt mit dem Fußballmanager 13 und dann auch 14 das dann so machen. Da gibt es ja den Tool Matchprognose und da kann man Mannschaften auswählen und auch andere Spieler, zum Beispiel kann man Messi dann bei Greuther Fürth spielen lassen. Das muss man nur eingeben. Das heißt, wir können dann auch Transfers berücksichtigen und ja. Und ja, ich sag einfach und, weil mir nichts einfällt. Und dann werden wir das im 3D-Spiel dann
solange es die die Fraps, genau. Die das stimmt, die Framerate, sobald ihr es erlaubt. Und ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Was ein Problem darstellen könnte, ist, dass wir nicht sagen können bei der Matchprognose so, dieses Spiel ist in der ersten Bundesliga. Das kann man nicht irgendwie einstellen. Nein, es wird dann alles als Freundschaftsspiel gesehen und es manchmal wechselt die Matchprognose dann auch einfach aus. 6 Spieler. Das ist natürlich für die Bundesliga etwas schlecht, aber damit müssen wir uns am Ende abfinden. Man kann doch auch Fußballmanager 13, 14, ach nee, stimmt, ja. Stimmt, du hast noch nicht gesagt, wie wir das machen. Und zwar, wir werden im Fußballmanager 13 die Spiele so lange machen, bis der FM 14 rauskommt. Und dann kann man dann auch die richtigen Spiele machen. Also ob den Spieltag, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, im Fußballmanager 13 werden wir so Spieleprognosen einfach erstellen. So Freundschaftsspiele. Und sobald der Fußballmanager 14 draußen ist, gibt es auch ein Let's Play davon, sicherlich. Und es gibt dann halt auch mit dieser Abstimmung da. Nicht Abstimmung, sondern über die Prognose, weil alles mit Freundschaftsspielen zu machen, ist ja auch ein bisschen blöd. Und dann spulen wir so lange vor, bis wir halt an dem jeweiligen Spieltag da sind. Marcel hat euch jetzt total auf die falsche Pferde gelenkt, tut mir leid. Bei Fußballmanager 13 gibt es schon das Tool Matchprognose. Dann kann man halt zwei Vereine auswählen. Das wird dann halt, da kann man einfach Spiel starten drücken. Das hast du aber nicht gesagt, das wusste ich ja nicht. Ja, ich hoffe, bei Fußballmanager 14 kann man dann auch die Art des Spieles, ob Pokal, Liga, was weiß ich, einstellen. Das wünsche ich mir. Und so wird es halt als Freundschaftsspiel gespielt. Am Ende, wir tun es natürlich so als Bundesliga. Und Fußballmanager 14, um dann vorzuspulen, müssen wir die Karriere machen und da werden wir ein ganz bestimmter Trainer von einem Verein, ja? So. Und das war eigentlich jetzt schon alles, was ihr wissen müsst darüber. Wir werden höchstwahrscheinlich dann... Du fährst super! Wir werden dann höchstwahrscheinlich 3 bis 4 Spiele pro Spieltag machen, halt die 3 wichtigsten, Abstiegskampf, die Kämpfe um die ersten Plätze und natürlich die Kämpfe um die Europa, also um die UEFA-Cup-Plätze. Die Spieler sind ja immer am geilsten, nein, am wichtigsten. Und die werden wieder, machen wir alle 9 Spiele, dann noch eine neue Prognose zu erstellen. Das vom Hochladen her geht es nicht. Auch wenn wir 3 Spiele in ein Video reintun, das wäre trotzdem von der Dateigröße noch ziemlich groß. Deshalb machen wir es einfach so und schon, man muss dann auch sehen, wie die Vorbereitung auf ein Spiel, um die Prognose überhaupt zu starten, dauert schon länger. Denn wir werden natürlich wir kommen in das Programm rein und dann sozusagen... Ja, ich bin gerade etwas abgelenkt und dann tun wir sozusagen, ja warte, du kannst gleich reden, ich will das noch fertig jetzt kurz erzählen. Und dann, ja wie soll ich sagen, dann müssen wir erstmal die Aufstellung, so wie sie sein könnte, es gibt ja immer mögliche Aufstellungen und die werden wir dann da einfügen und natürlich auch, wenn es einen Transfer gab, werden wir den dann erstmal suchen und von der anderen Mannschaft dann in die, wo er hingegangen ist, in die Mannschaft. Und dann halt auch noch, halt muss man auch einstellen, die Moral und wie die Spieler gerade drauf sind. Da muss man sich das schon überlegen. Und weil sonst hätten die einfach eine Moral von 5 und Fitness 60. Und mitten in der Saison wäre das zum Beispiel völlig unlogisch, wenn die schon 10 Spieltage gemacht hätten. Dann sind sie natürlich nicht nur zu 60% fit, ja, dann sind sie meistens zu 99% oder 100% fit. Deshalb dauert schon jedes Spiel so vorzubereiten, bis ihr es dann seht, sehr lange, nicht sehr lange, aber schon 10 bis 15 Minuten kann man sich da einrechnen. 10. Und dann kommt auch noch das Let's Play und das werden wir höchstwahrscheinlich bald am gleichen Tag machen. Und immer sehr will sich was nicht ausdenken, sondern sagen. Das ist meine erste
meine erste Fahrt, die ich gut machen will, die jetzt noch nicht so. Aber in der nächsten Fahrt, in der Folge, wir sind gerade in Folge 38, in der Folge 40, pünktlich zur runden Zahl, werde ich dann auch perfekt fahren. Natürlich, glaube ich dir aufs Wort. Mit der farbigen Thumbnail. Ich weiß auch nicht, warum jede 10. Folge so geil. Special ist, aber... ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, ich wollte noch jetzt diese 190 Kilometer. 120.000 Kilometer, genau. Werde ich noch ein wenig über Fußball insgesamt reden. Die Saison ist ja jetzt vorbei. Das Training hat schon alles begonnen. Ja, also Trainingsstart war überall und bald steht auch der DFB-Pokal bzw. die Bundesliga an, Anfang August oder Mitte August. Meine ich. Das war laut. Und ja, die Saison war ja ziemlich aufregend in deutscher Hinsicht. Wir haben einen deutschen Trippelsieger, wir hatten ein deutsches Champions League-Finale und wir hatten ein deutsches DFB-Pokal-Finale, was sehr selten ist. Und ja, natürlich, in der Liga waren auch nur deutsche Mannschaften, das passiert auch nicht sehr oft. Und ja, für die wir haben gerade die anderen Länder so ein bisschen abgeschossen, ja. Real Madrid und Barcelona, die sahen jetzt genauso blöd aus wie sonst, nur Standard Lüttich und was weiß ich, FC Kweiko. Das ist ein japanischer Verein. Okay, ja, also... Was natürlich, das Einzige, was nicht gut gelaufen ist für die deutschen Mannschaften dieses Jahr, war natürlich die Europa League. Stuttgart ist fliegen gegangen, Bayern 04 Leverkusen auch, Schalke in der Champions League, naja, das kann man verkraften bei einem deutschen Finale. Und ja, in der Europa League sind wir die letzten Jahre sowieso immer die Loser. Ja, oh, Landwirtschaftssimulator. Und und ja, natürlich für die anderen Länder war es jetzt nicht so ein tolles Jahr. Zum Beispiel Spanien, ja, das war natürlich ziemlich dumm. Aber Deutschland, die U21 EM, vielleicht habt ihr sie mitbekommen. Deutschland natürlich mit dem schlechtmöglichsten Team angetreten. Kein Schmelzer, kein was weiß ich. Und all die anderen guten Spieler, die hätten Toni Kroos und alle anderen mit reinnehmen können, wen noch? Sven Bender, glaube ich. Oder ist der schon über 23? Ich weiß, 21? Ich weiß es nicht. Irgendjemand davon war es auf jeden Fall. Und aber dann sind sie mit Rudi und mit so Spielern, die halt jetzt nicht so toll sind. Ja, Volland zum Beispiel. Ein guter Spieler, aber ein Vollhonk. Nein. Volland, naja, man hätte bessere Spieler gehabt. Aber natürlich wollte natürlich der DFB auf eine schöne USA-Reise ohne die Top-Spieler gehen und hat dann gleich mal gegen die USA verloren. Naja, manchmal denkt man sich da vielleicht, naja. Und dann hätten wir die U21-EM hätten wir gewinnen können mit der Mannschaft, mit der besten Mannschaft. So. Aber dann haben wir sie doch nicht gewonnen, weil wir ein scheiß Team hatten. Und ein scheiß Trainer, der Rainer Adrian. Scheiß ist er nicht, aber ja, ist komisch. Und deshalb freue ich mich, dass da jetzt auch ein neuer ist, dessen Name ich gerade nicht weiß. Nächstes Jahr steht ja dann auch schon die Weltmeisterschaft auf dem Plan. Das freut mich sehr. Man weiß ja nie, wie man im Vorfeld denken muss, ja? Machen wir auch von der WM 2014 auch so eine Prognose dann, aber nicht so eine Prognose am PC, sondern vielleicht mal wirklich so eine Spielprognose. Ja, das können wir mal machen. Ja, nicht mal Idee. Mal schauen. Oh, jetzt ist der hier da. Ich mach da noch Lichter an, damit. Oft wird ja jetzt oft gesagt, ja,
es gab ein deutsches Champions League-Finale, jetzt müssen wir die WM gewinnen. Ja, das haben wir in der Zeit sehr oft gesagt und dann wisst ihr ja, wie es ausging. Seit 2008 hatten wir kein Finale mehr. Das ist schon traurig für die deutsche Mannschaft, die wir gerade stellen, weil das sind echt die größten Top-Spieler in Europa. Und langsam ist es auch mal Zeit, dass Spanien langsam mal wieder runterkommt, ja. Also eigentlich müssen wir, von den Spielern her gesehen, im Finale der Weltmeisterschaft sein. Aber dann, wir wären auch im Finale der Europameisterschaft 2012 gewesen, wenn Löw nicht auf einmal so ein dummes Spielsystem gemacht hätte. Ich wusste schon am Anfang des Spiels, das kann nichts werden. Weil es war komplett anders. Das ganze Turnier über haben die anders gespielt und dann im Halbfinale hat er komplett umgestellt. Das ist natürlich so ein bisschen dumm. Ja, und deshalb soll ja auch in der WM in Brasilien soll ja auch ein Trainer der Bundesliga mitkommen. Und zwar, ich meinte, es wäre Jupp Heynckes gewesen. Ja, weil der Spanien sehr gut kennt und so mit ihm kann man natürlich als erstes Spanien besiegen. Und dann, er kann auch Spielsysteme sagen, weil der Jupp Heynckes hat ja schon, was weiß ich, 40 Jahre Erfahrung, der weiß, wie die Länder spielen und so. Und das finde ich ganz cool, dass der den Löw da unterstützt, weil dann haben wir wirklich eine gute Chance. Aber auch schon ohne Jupp Heynckes und so. Und egal wie das Spielsystem ist, müssten die Spieler gewinnen. Weil Spieler von der Klasse, bei denen ist es egal, wo sie spielen. Eigentlich müssten sie es können. Das ist meine eigene Meinung dazu. Es wird trotzdem schwer, wie in jedem Turnier. Aber die Spieler dürfen nicht so aufgeregt sein wie immer und so. Und die Presse nicht so gutgläubig sein. Und am Ende zittern dann ja schon so ein bisschen die Nerven bei den Spielern. Hat man ja gegen Spanien 2008 gesehen. Wenn wir da den Pott geholt hätten und nicht dieses blöde eine Tor, wo Lehmann und ein Abwehrspieler sich da verschätzt haben, hätten wir das nicht bekommen, hätten wir vielleicht gewonnen und es hätte ganz anders ausgesehen. Und viele geben ja Michael Ballack dafür die Schuld, dass wir verloren haben 2008. Aber er war einer der guten Spieler sogar in dem Spiel, weil er hat oft aus der Distanz geschossen und hätte somit eigentlich den Treffer auch machen können. Und nach dem 1-0 waren alle so deprimiert und so und haben gesagt, wir haben eh schon verloren. Ja, und dann kann man halt kein Spiel mehr treffen. Oh, vor allem gegen Spanien. Scheiße. So. Oh, 1% dabei noch. 1% ist auch 1%. Oh, das ist ziemlich ungewöhnlich. Das sind 3. Also ich mag das gar nicht. Jetzt sind es 4. Okay. Okay. Also. Nee, warte, jetzt habe ich was falsch gemacht. Nee, es sind 3. Oh mein Gott, das ist Couch. Okay. Guck mal, der lässt ihn da noch Platz hier. Krieg ich das Schild? Ja. Dankeschön. Gleich mal Frankreich demolieren. Apropos Frankreich beim Fußball, die hatten ja gerade so ein bisschen Baguette im Arsch gehabt, die Saison. Ich meine, PSG oder PSG, Paris Saint-Germain, hatten ja so einen neuen Investor, so einen Scheich oder was das ist, oder einen Russe, keine Ahnung. Und der hat sowieso viele neue Spieler gekauft, natürlich im Vordergrund Zlatan Ibrahimovic. Und am Ende, wo waren sie? Im Champions League Nicht-Finale. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, die sind im Achtelfinale rausgeflogen. Da denkt man sich dann schon, wie kann das sein? Und das zeigt auch, nicht die beste Mannschaft mit den besten Spielern kann das Turnier gewinnen, sondern auch die Chemie muss stimmen. Und vor allem, ja, die Chemie zwischen den Spielern und so, und wie die spielen halt so zusammen. Und da gilt es dann auch, und das hat glaube ich Deutschland diese Saison richtig gut hinbekommen, vor allem bei Dortmund und Bayern. Der Jürgen Klopp ist ja bekannt dafür, dass er
dass er so aufstellt, dass die Spieler sofort alle miteinander gut spielen können. Egal, wen er aufstellt. Bei Bayern war es ja auch anders als die letzten Jahre zuvor. Da haben sie auf einmal auch zusammen gespielt. Bei diesem Holländer Louis van Gaal war es ja. Der hat einfach irgendwelche aufgestellt und Hauptsache irgendjemand macht irgendein Tor, ja. Und da kam natürlich auch bei den Spielern so gewisser Egoismus rüber und hat lange gebraucht, um es wieder wegzubügeln. Deshalb hat man ja auch letztes Jahr das Champions League Finale verloren. Und dieses Jahr hat bei Dortmund und Bayern einfach alles gestimmt. Zwischen den Spielern gab es keinen Streit und alles und halt alles zusammen. Und das ist auch bei anderen Ländern ging es halt nicht, weil die haben wild eingekauft, irgendwelche Topspieler. Und natürlich, wenn Topspieler, richtig gut, Topspieler zum Beispiel Messi und Ronaldo aufeinandertreffen würden, also in einer Mannschaft, dann würde auch jeder, weil er es von seinem Club gewohnt ist, Alleingänge machen, ja? Weil Messi ist der Einzige beim FC Barcelona, der irgendwie da schießen kann oder was weiß ich. Wenn Messi nicht in der Mannschaft wäre, wie zum Beispiel oft jetzt auch einmal in der Champions League, dann haben sie ja verloren. Und das würde gar nicht gehen, weil die Mannschaft zweitklassig spielt ohne Messi. Und auch bei Cristiano Ronaldo, da ist es besser geworden, aber die brauchen einfach die Spieler und das mag ich nicht so an Spanien, dass da immer im Team ein Spieler ist, von dem alles abhängig ist. Deshalb ist die deutsche Bundesliga auch so nicht gut, sondern auch so beliebt und deshalb haben wir auch so großen Erfolg, weil es gibt einfach keine Mannschaft in der Bundesliga, die einfach einen Spieler haben, von dem es abgeht. Also von dem alles abhängt. Alter. Mindestens, also bei jedem Bundesligist gibt es mindestens zwei einflussreiche Spieler. So. In Italien ist da auch ja sowas mit einflussreichen Spielern, aber die sind ja auch schlechter geworden. Die haben auch daran gedacht, die Entwickler, also SCS-Software, dass sie in den Städten wohl die Zuganbindungen sind. Also das mit der Zugfähre kann man das sagen, egal. Und dass auch die Gleise dann auch aus der Stadt rausführen, daran haben sie gedacht. Und da waren eben gerade auch die Gleise. Das fand ich richtig gut. Ja, die kleine Ampel bringt's auch voll, ja. Für kleine Leute. Wiener kommst du ran. Wiener. Wiener, wir sind aber nicht in Frankreich, nicht in Österreich. Der fühlt sich betreut. So, Shisha-Ampel ist grün. Ein cooles Grün. Boah, du bist jetzt mal so um die Kurve gefahren. So, direkt. Ja, und es hat damals nicht gefahren. So. Ja, ich habe jetzt ziemlich viel über Fußball geredet. Jetzt bin ich erstmal außer Atem und ihr bestimmt gerade hängt auch so vorm Fett so. So, ja, genau. So ein LKW, der macht dann so und fährt dann mit Vollspeed hier rein. Genau. Also, das wäre schlau. Dann fährt der ganz gechillt und so. Ja. Okay, ich tu mir jetzt mal was zu trinken hier einschicken, weil ich bin vom ganzen Labern schon etwas high. Genau. Zu viel Shisha gelabert. So, und ich komme hier schön weit raus. Jetzt tun wir hier extra eine Webcam einschalten, damit ihr seht, wie wir das Trinken einfüllen. Nein, natürlich nicht. Halt, stopp, ich möchte hier einparken. Stopp. Stopp. Ich will hier einparken. Hier fährt keiner durch. So. Damit ich Mutter nicht überlaste,
drücke ich nicht komplett drauf. Der Tobias macht das immer. Und ich bin ja ein richtiger LKW-Fahrer, deswegen. So. Motor ausmachen, Warnblinkanlage ausmachen und T drücken. Aber nochmal kurz, bevor du es vorliest. Als echter LKW-Fahrer wäre es mir egal, wenn ich einen LKW geschenkt bekomme von der Spedition, ob ich den Motor überlasse oder nicht. Ich bekomme eh einen neuen LKW, ja? So, 4.863 Euro und 323 EP haben wir gemacht und, uns fehlen 3 Erfahrungspunkte. Oh, die schaffe ich nicht. Tut mir leid, aber dann müssen wir noch 2 Folgen machen. Warum habe ich hier so mal 2% Abzug? Das ist... Oh, das ist ja mal richtig scheiße. Naja, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dahin. Eure Jungs von... Sicho LP.